In dem Sinne, moin und gegen euch. Einen wunderprächtigen wünsche ich euch, meine Damen und Herren. Es geht morgen früh für mich nach Berlin. 5 Uhr muss ich aufstehen. 6.22 Uhr kommt der Zug. Scheiß drauf, mit meiner großen Schwester, mit meinem Bruder. Ich hab Bock. Ursprünglich geplant, dass meine Großeltern mitkommen. Rückentechnisch gerade leider ein bisschen schlecht. Deswegen nur wir drei jetzt allein als Geschwister. Natürlich ein bisschen, könnte ein bisschen spannend werden tatsächlich, weil wir nicht so strukturiert sind wie in dem Fall meine Großeltern dann. Ich freue mich aber, ne? Lang ist es ja, da habt ihr die Qualität der wunderbaren Selfie-Kamera gesehen. Es liegt einfach daran, die Hülle ist immer noch da. Die Hülle ist immer noch drauf. Ich habe immer gesagt, ich tue dagegen was. Es hat sich aber nichts getan. Perfekt. Einfach komplett eingerostet, wenn man so Vlogs macht, etc. Aber jetzt dachte ich mir, kann man die Gelegenheit einfach mal nutzen. Ein paar Berlin-Vlog. Ich denke, da macht man nichts falsch mit. Wir haben ein Hotel. Wir können da wirklich ein paar Sachen machen. Reichstag, ich weiß es nicht. Werden wir spontan vor Ort gucken. Ich glaube, keine gute Idee, wenn man alles so ein bisschen spontan macht, aber das kriegen wir schon hin. In dem Sinne, meine Damen und Herren, morgen 5 Uhr aufstehen. Ich bin nicht müde, aber man muss halt irgendwie sich ins Bett krampfen, wobei man kann ja auch im Zug pennen, ne? Ich meine, irgendwie 5 Stunden Zugfahrt oder so. Naja, egal, wir sehen uns morgen wieder. Kuss, Kuss, meine Damen und Herren. Und auf geht's, meine Damen. Ich hoffe, der Vlog wird euch gefallen. Wird ein kurzer Vlog. Ich versuche ihn relativ kurz zu halten, immer mal wieder kurze Cuts und so zu machen. Mal gucken, was Sache ist in Berlin, mal gucken, was da abgeht. Und ich würde sagen, auf geht's. Kuss, Kuss. So, jetzt hier, Leute, wir sind im Hotel angekommen. Ja, wir kommen erst um 16 Uhr ins Zimmer rein. Perfekt. Was sollen wir jetzt machen? Wie fühlt man sich zu Hause? Hier fühlt man sich zu Hause. So, wir sind jetzt im Saturn. Hey, das ist auch gerne mein Gehäuse, wie geil. Wir haben die Schlüssel bekommen, genauer gesagt die Karten. Wunderbar. Wir gehen mal kurz durch. Da muss ich noch herausfinden, was das ist. Jedenfalls hier einmal die Betten. Ganz idyllisch natürlich, mein Bruder und ich getrennt schlafen, logischerweise. Hier schöne Lampen von der Decke hängt. Wir sind gerade eben frisch reingekommen. Ich habe hier einen kurzen Blick reingeworfen. Fernseher muss natürlich auch sein, sogar auf beiden Seiten. Also wirklich fast so eine kleine Suite. Weiß nicht, wofür der Fernseher gut sein soll. Fernbedienung ist auf jeden Fall da. Schön Podest, keine Ahnung. Wie auch immer, Kleiderschrank. Schauen wir mal ganz kurz rein. Wie macht man das auf? Von Seite. Alright, alright. Okay, Rechnung, was auch immer. Direkt alles ja, mit Fingertouchern voll bewuchern. Hier ist der Auri. Und dann haben wir einmal das wunderbare Badezimmer. Das war es dann eigentlich auch schon. Wir gehen hier nochmal ganz genau ins Detail. Oh, Baby, Alter. Das ist sowas, liebe ich ja. Das sind immer so Souvenire, die nehme ich mir eigentlich immer mit nach Hause. Ja, keine Ahnung, ob man die irgendwann gebrauchen kann. Irgendwelche Öle. Oh, wir haben sogar einen wunderprächtigen Föhn. Einfach verlernt, wie das Wort heißt, gefühlt. Mülleimer darf auch nicht fehlen, Handtücher sind auch noch alle frisch, relativ klein. Ah ne, das sind die Badehandtücher, wunderbar. Wir haben hier die Dusche, gibt es sogar Seifenspender, wunderbar. Und das sieht ziemlich nice aus. Ich glaube keine Regendusche, ich weiß nicht, was das da oben sein soll. Irgendwie, Radio wird es nicht sein, also kann gut sein, dass es eine Regendusche ist. Mal gucken, was das Ding drauf hat. Und dann haben wir hier eine wunderbare Toilette, die man, glaube ich, sogar, ne, die kann man, glaube ich, nicht mal abschließen. Also wunderprächtig an der Stelle. Doppeltes Klopapier hier unten nochmal zum Wechseln. Mülleimer haben wir alles dabei. Schön. Boah, die Toilette ist aber klein, bin ich ehrlich. In der Kamera sieht die viel größer aus. Bin ich rangezoomt? Nee, ne? Nee. Aber die sieht ziemlich klein aus, die Toilette. Okay. Ist ja wahrscheinlich auf Ehepaar angelehnt. Also, ne? Logisch. Ja, und das zu Roomtour hier. Nochmal ganz kurz zur Aussicht. Ich glaube, man darf das. Gehe ich auf, okay. Kein Suizid hier begehen. Wir haben einfach. Die schlechteste Aussicht aus dem ganzen Hotel. Oh, die haben da sogar oben eine Dachterrasse. Vielleicht kann man da irgendwie noch vorbeischauen. Mal gucken. Ist ja jetzt erst der erste Tag. Wir sind frisch dabei. Unten kann man frühstücken, wenn gutes Wetter ist. Aber Bruder, dieser Innenhof. Einfach räudig. Bin ich ganz ehrlich. Aber Highlight ist natürlich, dass wir auch einen Fernseher haben und alles, was wir brauchen. Nehmen wir mal an, ich war jetzt hier mit PC. Ich glaube, Ladenschluss gibt es hier nicht. Da müsste ich, glaube ich, nochmal ein bisschen. Oder müsste man generell extra zahlen? Was ist das? Ist einfach so ein Papiermülleimer oder was? Gut. Statement, Auri? Ja. Ich mach dir mal die Lampe an, damit wir. Perfekt. Also, ich, so kommt
das weiß er natürlich auch. Deshalb gibt er jetzt auch sofort etwas mehr Druck. Also die Toilette muss natürlich auch fachgerecht eher eingeweiht werden. Natürlich ohne Schloss. Aber dafür mit fliegenden Mülleimer. Mal im direkten Vergleich, hier läuft Mädchen-WG. Und hier läuft irgendwas auf. Ich weiß es nicht, was das für Sender sind. Abend. Ah ja. So, jetzt wird hier erstmal entspannt gespeist. So, wir waren kurz einkaufen bei Rewe. Ja, perfekt. Ach ja, hier, wo wir gerade dabei sind. Habe ich mir nicht neu gekauft, aber kann ich nur jedem empfehlen. Prada Luna Rossa heißt das. Gönnt euch. Und wir haben hier einmal für meinen Bruder ein paar UFOs, für meine Schwester Milka Schokolade. Noch mehr Schokolade für meine Schwester. Dann haben wir hier Mauernkracher. Was haben wir noch? Spezi. Darf natürlich auch nicht fehlen. Müssen wir natürlich gucken, ob es in Berlin anders schmeckt als im Westen. Und auch für meine Schwester frisches. So, wo wir natürlich noch nicht reingeguckt haben. Meine Schwester meinte, wir hätten auch eine Minibar. Wir dachten, das wäre ein ganz normaler Kleiderschrank. Hier ist nicht nur ein Tresor drin, sondern nur mal ein paar Getränke. Berliner Pilsner haben wir auch. Dann irgendwie noch ein Rotz. Granini, Cola und nochmal Wasser. Oh, und sogar, ich weiß nicht, wen das gehört. Ich glaube vom Hotel. Das kommt jetzt auch dazu. Oh, Baba eigentlich, ne? Eben bei ihrem Bruder Wadi gewesen. Zwei T-Shirts zum Preis von einem. Geil, oh Bruder. Jetzt mal ein mageres Eis. Prächtig. Und natürlich die Spezien nicht vergessen. Immer die ganze Zeit am Bett stehen lassen. Passt hier oben hin. Premium. Wobei in die Seiten. Nee, muss möglichst weit hinten rein. Ganz hinten, damit das schön eiskalt wird. Perfekt. Und Leute, wir waren ganz kurz einkaufen. Ihr Bruder Wadi, wir haben ihn sogar live getroffen. Zwei T-Shirts zum Preis von einem bekommen. Ist das nicht Baba? Einmal hier, Größe M. Das haben wir gerade dazu bekommen. Und Größe L, bisschen oversized. Hat er mir dann so schon reingepackt, habe ich auch anprobiert. Alles super. Guter Preis für 40 Euro, Bruder. Machst du nichts falsch. Und dann sogar ihrem Bruder Wadi noch vor Ort getroffen. Wunderbar. Couscous einfach. Fazit hierzu. Die Saugkraft hat nachgelassen. Also von daher. Soll ich ein Foto von ihm? Oh. Freude. Gespeist haben wir. Ach nee, und es geht weiter, meine Damen und Herren, es geht weiter. Immer ein bisschen hier. Der Tag, neues Glück, wir sind jetzt im Zoo. Und Fiona hat schon wieder keine Lust auf die Schlange, hat hier alles voll. Und wir waren mit dem KDW, haben unseren Eltern und unseren Großeltern ein paar Souvenire mitgebracht. Weiteres, wenn wir zu Hause sind, meine Damen und Herren. Aber erstmal in den Zoo. Da sind noch zwei. Ah. Der Bronco. Kennt ihr alle diese Dinger hier? Ich habe ein bisschen kleiner gemacht, aufs Portemonnaie. Bitte sehr. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man das richtig macht. Andere Leute, ich kann es mal kurz zeigen, wie so ein Ding hier machen. Das ist ja langweilig, dann dauert das so lange, Zeit geht nicht. Wie man es richtig macht. Meine Damen und Herren, passen Sie auf. Hier kurzes Statement. Der Crepe auf Tüten drauf und eine Serviette. Ey, das ist heiß. Und zudem kommt noch auf den Crepe Zimt und Zucker. Nicht nur im Crepe, sondern auch auf den Crepe. Wie viele Sterne würdest du bewerten, wenn du könntest? Ja, jetzt noch nichts. Optisch. Das ist immer ein Statement. Mach mal. Und eben auf Krampf einfach umsteigen. Perfekt. Meine Haare sitzen noch, alles gut. Halbwegs. Wir wurden einfach nach Hamburg umgeleitet und jetzt hoffen wir, dass wir nach Hause kommen.
Und damit, meine Damen und Herren, ist es soweit fertig. Ich habe gestern Abend nicht mehr viel filmen können. Tut mir leid, ich war leider ein bisschen zu müde, da wir einfach umgeleitet wurden. Der Zug ist nicht gefahren. Also wir hätten den Zug, in dem wir umgeleitet wurden, hätten wir sogar noch fast verpasst. Richtung Hamburg, sind von Hamburg dann aus nochmal in den ICE gestiegen. 3 Stunden nach Dortmund Hauptbahnhof. Und von da aus hätten wir nochmal umsteigen müssen. Aber hatten wir das Glück, da sind meine Eltern dann zu uns gekommen. Und die haben uns dann natürlich dementsprechend abgeholt. Sehr entspannt auf jeden Fall die Heimreise, naja, war es ehrlich gesagt nicht, aber ja gut, im Großen und Ganzen Berlin war extrem geil. Ich würde gerne nochmal nach Berlin, ich wäre auch gerne länger da geblieben, bin ich ehrlich. Gab es einiges, was man besichtigen konnte und der Scheiß, also ich hoffe, ich habe euch da halbwegs mitnehmen können mit den ganzen Impressionen und dergleichen. Gerne mehr davon von mir aus, wenn ihr das auch möchtet, lasst gerne mal eine positive Rezension in den Kommentaren da. In dem Sinne war es das an der Stelle auch schon, meine Damen und Herren. Kuss, wir sehen uns wahrscheinlich im nächsten Livestream wieder. Gerne in die Beschreibung schauen für den Link zu Twitch und dann schauen wir uns da wieder, vielleicht mit einer Runde Pokémon Go. In dem Sinne, Kuss. Und man schaut sich, haut rein. Und wir sehen uns wahrscheinlich hier auf YouTube im nächsten Vlog wieder oder ob ich irgendein Video mache. Steht alles noch aus. Da gerne auch gerne auf Instagram vorbeischauen. Ich bin raus. Haut rein. Ciao.